Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zurück zu Evil Within 2, dem Horror-Klassiker. Nach langer Zeit geht's weiter. Ich hatte euch versprochen, ja, ich weiß das noch, mit dem Elektrobolzen hier, den ich besorgt habe natürlich für euch, das Teil hier zu öffnen. Und genau das tun wir jetzt. Bin gespannt, wo uns das Ganze hinführt. Und vor allem, bleiben wir alleine? Das ist hier die Frage. Wie nennt man es so schön? X-Faktor. Das Unfassbare. Man weiß nicht, wo man ist. Und ist man überhaupt alleine? Sind das Einwohner von Union? Was hat Morbius mit ihnen gemacht? Kann ich dir nicht sagen. Aber wir entdecken alles. Alles mit der Zeit. Wir haben heute genug Zeit. Zeitbegrenzung sage ich euch natürlich heute nicht. Das werdet ihr selber herausfinden. Und heute sage ich mal ein Dankeschön. Ich zeige es im nächsten Video. Oder ich blende es kurz mal ein. Anik Möti von Wer ist hier unten? Geht's ja ziemlich tief runter. Ja, finde ich auch. Und Leute, kurze neue Informationen an euch. Mit dem Equipment sieht's gut aus. Wir haben noch Zeit bis Juni. Ich habe mir vorgenommen, so Mai, Juni das Ganze zu sparen. Und dann müssen wir eigentlich, beziehungsweise muss ich mir den Weg erschaffen, den Weg begehen, endlich das Equipment zu kaufen, beziehungsweise den PC zu ergattern. Und dann würde ich sagen, Leute, dann geht's mal so richtig fetti-metti los. Da haben wir einen hier, ist es so einsam und unheimlich. Ich werfe diese Leichen, diese Dinger in die Grube, aber es kommen einfach immer mehr. Warum bin ich überhaupt hier gelandet? Ich höre Dinge, Stimmen, sie kommen aus der Grube, das kann nicht sein. Aber wenn sie nicht aus der Grube kommen, dann sind sie in meinem Kopf. Und das ist nicht schlimmer. Akustische Halluzinationen gehören zu den Symptomen. Nein, ich kann nicht infiziert sein. Das ist kein Virus oder Bakterium. Das ist eine mentale Sache, die nur Bewohner infiziert, deren Erinnerungen umgeschrieben wurden. So haben sie es mir zumindest gesagt. Scheiße. Ich muss mich zusammenreißen. Es ist nur die Einsamkeit, die mich so denken lässt. Die Einsamkeit und die Nähe zu diesen verrückten Leichen. Es handelt sich nicht um das Phänomen. Oh nein. Es kommt. Raus, Sebastian. Ich will dich nicht. Mutti, geh weg von mir. Ich mag dich überhaupt nicht. Schischleine. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Oh, Backe. Nein, Alter. Nein. Geh weg. Halte Abstand. Ich will mit dir nicht kuscheln. Leute. Ich glaube, wir sind in der Falle. Ja, Marisa. Lass dich knuddeln. Oh, lässt du das wohl runter? Dankeschön. Hab ich sie vermisst? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe eben Gänsehaut pur bekommen. Oh, meine Haut ist gänsehautmäßig, aber ich muss schon sagen, ich habe sie so ein bisschen vermisst. Auch wenn ich weiß, das ist der reine Horror hier und das ist auch genau das, was ich gesucht habe. Nach so einer langen Weihnachtszeit und Neujahr auf Silvester. Ich hoffe übrigens nochmal, ich frage euch das nochmal öfter. Dieses Mal, das letzte Mal. Habt ihr gut ins neue Jahr gerutscht? Jetzt haben wir das Jahr 2018 und somit herzlich willkommen an die Leute, die mich zum ersten Mal hören, sehen und begeisternd zugucken. Ich bin's. Alex ist so. Ihr seid hier auf meinem Kanal. Im Jahre 2018 spielen wir das Ganze auf meinem Kanal.
Das freut mich mal zu sagen. Das wollte ich sowieso sagen. Aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt begehen wir diese Sache hier, das Ding hier ins Rollen zu bringen. Madam guckt nach vorne, wir gehen nach links, wir gehen nach rechts. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Oha. Aua. Das hat wehgetan. Wo ist die denn jetzt? Ha! Da ist sie ja! Sie Schleine. Ich will von dir nix. Ich will dich nicht kuscheln. Ich will mit dir auch nicht im Bettchen schlafen. Denn du bist mir zu moppig, drollig. Such dir eine Figur in deiner Größe. Okay, jetzt ganz leise, natürlich nicht nachmachen, nicht kommentieren dabei, also nicht so viel quatschen wie ich und dabei zocken. Bei so einem Horror-Thriller, wenn man nicht weiß, wie man das Ganze angehen soll, dann könnte das nach hinten losgehen. Ich warne nur und ich warne nochmal an die Kinder unter 18. Die unter 18 sind. Das ist eine Altersbeschränkung. Dieses Spiel hat eine Altersbeschränkung von 18 Jahren, meine lieben Leute, meine lieben Zuschauer, meine lieben Freunde, meine lieben Kinder. Also wenn ihr das gerade seht, dann würde ich euch empfehlen, abzuschalten, es sei denn, eure Eltern schauen zu und haben natürlich zugestimmt. Wie ich euch kenne, werdet ihr das Ganze sowieso ohne die Rechte eurer Eltern anschauen. Von diesem Sinne kann ich euch davon nicht abhalten, aber ich garantiere nicht für eure Albträume oder für eure Schandtaten, denn wir wollen hier nichts unternehmen, was nicht ordnungsgemäß ist. Bitte lass mich am Leben. Ja, wir haben es geschafft, ganz entspannt. Und jetzt geht es natürlich weiter. Ich hoffe mal, sie hört uns nicht. Sie verfolgt uns auch nicht. Oh, scheiße, Mann. Nee. Hat sie Hüngerchen oder hat sie Müdigkeit? Ich weiß es nicht. Ich würde eher tippen auf. Sie ist durchgedreht, die hat ein Rad ab. Ich hoffe mal, ich komme hier raus. Und die sieht mich auch nicht. Ich hoffe es zumindest. Und ich hoffe, mein Headset ist vollgeladen. Guck mal bitte nach vorne. Halt die Stellung und besuch deinen abnormalen Freund. Vielleicht siehst du auch Kesper. Kesper, komm mal raus aus der... Wo immer du auch steckst, Kesper. Bitte helfe uns. Dieses Missviech, das mag ich nicht. Oh. Was war das denn? Wow. Was ist denn jetzt los? Was ich jetzt geben würde für eine bessere Grafikkarte. Auf so einer 1050er oder so. Die ganz alten gibt es ja gar nicht mehr zu kaufen. Wenn ihr 980er oder eine 650er haben wollt, bekommt ihr heute gar nicht mehr. Na gut, ist auch heute nicht mehr so teuer. Investiert man einmal gutes Equipment im PC, dann hat man da einmal ein bisschen Ruhe. Geh mal weg bitte, Tantchen. Ich möchte hier nicht dauernd immer so ein bisschen erzählen. Ich möchte mal nach vorne gehen. Denn ich bin auch ein bisschen müde. Ich komme nicht von der Nachtschicht. Verstehst du? Verstehst du das? Wenn wir in der Mitte oben am Bildschirm ein Äuglein haben und das aufleuchtet, wie ihr das ja wahrscheinlich kennt, dann sind wir am Arsch.
Geh nach vorne. Ich sag mal. Es hat funktioniert. Ah! Oben rechts speichern heißt Checkpoint erwischt. Das heißt, wir können auch nicht so schnell verrecken. Sollten wir es doch tun. Ist es erstens für mich ein bisschen peinlich und zweitens zeitaufwendig. Wie heißt sie überhaupt? Wisst ihr das? Schreibt mal gerne die Kommentare unten rein. Oh man, muss mal hier hingucken. Geh mal nach rechts oder so. Guck mal nach hinten, also entgegengesetzt von dir, ne? Dankeschön. Haha. Oh oh, die sieht mich. Die sieht mich doch gleich. Also jetzt keinen Fehler machen, Leute. Jetzt müssen wir uns ganz entspannt. Ich glaube, nach links begeben. Ja. Wenn sie dahin guckt, dann begeben wir uns dahin. Und sollte sie uns trotzdem sehen. Oh, Mami. Ah, geh rein. Ich hab dir nichts getan. Lass mich durch deine Tür. Aua. Das ist unfair. Okay, da sind wir wieder. Wo sind wir jetzt? Ah, genau wie ich vorher war. So, jetzt diesmal richtiges Timing benutzen. Sie geht nach rechts. Dann guckt sie nach da. Dann dreht sie sich zu uns. War eben ein bisschen voreilig. Ja, ich gebe zu. Tut mir leid, tut mir leid. Dann sieht sie uns sowieso. Boy. Jetzt muss es funktionieren. Dieses Ding schon wieder. Ah! Warum leck mich? Was hat es das mit Ding, das tun? Ding, das himmlische Ding. Ich hab's geschafft, Mann. Jetzt kann mich am Arsch weg. Was ist das denn hier? Brief des Polizeipräsidenten. Datum der 17. November 2014. Hier ist Jim, ich melde mich nur kurz wegen der Castellanos-Bacon-Sache. Wir schicken Sebastian zu einer verpflichtenden Beratung. Der Bacon-Vorfall muss unter Verschluss bleiben und nur der Detective könnte das noch gefährden. Wir haben viel Operatives im KCPD, aber nicht genug, um eine totale Informationssperre zu gewährleisten. Glücklicherweise steht der Personalpsychologe auf der Gehaltsliste der Organisation. Sobald wir herausgefunden haben, wie viel Castellanos weiß, können wir in diesen Sitzungen problemlos gewisse Selbstverzweiflung bei ihm hervorrufen. Wenn wir mit ihm fertig sind, wird Sebastian nicht mehr genau sagen können, ob das, was er in Beacon erlebt hat, real war oder nicht. Bist du real oder bist du nicht real? Nicht, dass er dabei viel Hilfe bräuchte. Er stolpert wie ein Zombie durch seine Einsätze. Der arme Miske hat offensichtlich Probleme zu verarbeiten, was auch immer ihm dort drin zugestoßen ist. Er tut mir fast schon leid. Ich kenne ihn jetzt schon seit mehr als 10 Jahren und es ist, als wäre er nicht mehr derselbe. Aber das ist nun mal der Preis des Fortschritts. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. James Van Kirk, KCPD. Kidman hatte recht. Sie sind überall. Ja. Sie waren die ganze Zeit direkt vor meiner Nase. Ja. Und nochmal, ja. Ich mag die Musik von der Olle nicht. Ziehleine. Was war das denn? Achso, diese Sonne. Obwohl es sehr unwahrscheinlich ist, hier eine Sonne zu sehen. Ich sah im Keller. Psychiatrisches Gutachten unterer Teil. Die obere Hälfte des Blattes ist abgerissen. Weiterhin im Dienst bleiben, beobachtet werden. Information aus seinem Experiment im STEM könnte für die Organisation von unschätzbarem Wert sein. Es wird vermutet, dass es
Eintauchen in Stem langanhaltende Nachwirkungen haben wird. Haben kann. Der Detektiv Castellanos ist ein einzigartiger, da er in den Stem eingestiegen ist und ihn verlassen hat, alles ohne die standardmäßige Vorbereitung der Gedächtnisüberschreibung. Wir können viel über die psychiatrischen Folgen der Nutzung des Stems lernen, wenn er seinen alltäglichen Angelegenheiten weiter nachginge und wir ihn aus der Ferne beobachten. Ich werde Detektiv Castellanos mentale Verfassung weiterhin durch unsere verordneten Therapiesitzungen verfolgen und sämtliche Erkenntnisse wöchentlich an die Organisation weiterleiten. Walter Harrington, PsyD. Details. Okay, okay. Verdammt. Oh. Ich war für Morbius nur ein Versuchskaninchen. Ja, ich will hier raus. Nebenwirkungen. Sie wussten, was das der mir antun würde. Darf ich hier jetzt raus? Ein Ausweg. Was war das denn? Oh Mama. Ich will nicht mehr. Gefangen. Komm nicht raus. Komm nicht weg. Nichts ändert sich. Okay, das... Wer das nicht kennt, der sollte den ersten Teil natürlich anschauen. Wer Bock drauf hätte, ich das also irgendwann mal machen sollte, den ersten Teil von Evil Within demonstrieren sollte, der kann das gerne mal sich wünschen und einfach in die Kommentare schreiben, in jeden Evil Within 2 Part von mir. Mich zusperren. Jetzt bin ich mal still. Was zum Teufel ist das? Psst. Stehe still. Kann nicht fahren. Quelle meines Schmerzes bin ich. Der Teil von mir, der noch im Stem steckt. Komme nie hier raus. Nein. Falsch. Ich komme raus. Aber ohne dich. Was war das? Ich glaube. Das hat sich anders angefühlt. Realer. Als hätte sich etwas geändert. Gut. Ich glaube. Aha. Mein treuer Revolver. Wie lange ist das her? Wir haben durch die Trennung Erlösung. Durch die Trennung von unserem Stem-Gefährten, unserem Sebastian, ein Revolver von unserer alten Zeit bekommen. Ist das nicht schön? Und ein neues Dia. 6 von 11. Ob ich jemals alle finden werde, das ist hier die Frage. Ich glaube ja nicht. Vielleicht erfahren wir es. Vielleicht schaffe ich es. Naja. Für heute haben wir genug Horror mit Mami erlebt. Ich würde sagen, hat euch das ganze Video gefallen? Wollt ihr das ganze Video bewerten? Wollt ihr mich unterstützen und bewerten? Dann drückt einfach einen Daumen nach oben. Schreibt gerne was in die Kommentare bzw. gebt Feedback. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr es kostenlos tun und mir folgen und somit immer auf dem neuesten Stand sein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.